ich da etwa? Muss ich da erst? Und jetzt? Er ist super leise jetzt, ne? Ah, ist ja voll gut. Also das Spiel soll ja anhand von echten NASA-Daten gemacht worden sein. Ja, die halt so aufgetreten oder die halt im Laufe der Jahre so zusammengetragen worden sind. Okay, wir sind schon drin. Guck mal. Mensch. Ja, lecko mio. Ja, das ist ein bisschen andere Größe als bei Surviving Mars, meine Lieben. Ah! Bist du auf dem Mars gelandet? Hast gedacht, du hast deine Ruhe? Er ruft dich auch noch einer an. Ist ja unglaublich. Ich bin entsetzt und schockiert. Jetzt, okay. Warte mal kurz, bevor wir das annehmen. Ich drehe mal kurz nochmal den Sound ein bisschen weiter hoch. Weil ich glaube, das ist nämlich gar nicht mal so schlimm. Ja, okay. Rufen wir mal, sagen wir mal hallo. Oh, Grenade, Hallöchen. So. Okay, jetzt aber. Probieren wir mal. Amy, this is ISA Mission Control calling from Earth. Are you with us? Do you copy? Yeah. Affirmative, Houston. I am with you. Great. The primary Mars module has already touched down at the designated landing zone. It's your turn to take control of the mission. Check the left edge of your display. You'll find your directives there. Follow them to set up the initial base on Mars's surface. I'll give you some time to settle in. When you're ready, go ahead and initiate our terraforming mission. Houston out. Houston! Mensch, wo bist du, Houston? So. Also, ihr habt schon erfasst, wir sind eine KI. Ja, wir sind die KI, die hier rausgesandt worden ist ins wilde Nirgendwo. Ja, auf dem Mars. Haben hier einen Landeplatz, der schaut jetzt schon ganz cool aus. So, ja, hier. So, ja. Verbraucht auch oder produziert Strom, so ein bisschen. Ja. Und jetzt sollen wir hergehen und sollen sagen, Mining Aluminiummine. Go for Gold. Oh. Und dann zack, kommt die Straße. Und dann wird hier die Aluminium hochgezogen von unseren Ressourcen, die wir hier haben. Wir haben ein bisschen was hier auf Vorrat. The view of Mars from up here is fascinating. The landscape is so cratered and desolate. Wait, this is my voice that I am hearing. It's me. I am talking to myself. I must be verbalizing my thoughts as I process them. What an interesting function. I would like to test this some more. What other observations can I make about Mars? Eine Augenweide, nee, inspiriert. This planet is so resilient. It inspires great things. Okay. Wir sind völlig durchgeknallt, Freunde. Wir reden mit uns selber. Und wir sind gar nicht echt. Wir sind eine KI, ja? Und quatschen mit uns selber. Das kann nur in ganz schlimmen Dingen enden. Ich weiß es genau. Das endet in ganz, ganz schlimmen Dingen, Freunde. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich muss trotzdem nochmal an den Sprecherlautstärken ein bisschen runterdrehen. Die sind manchmal ein Ticken zu laut. Aber das kriegen wir schon noch hin. So, KI-Zwerg, ja, unbedingt. So, wir sollen jetzt Fabriken... Nee, warte mal kurz. Wir sollen nochmal hier eine Siliziummine bauen. Die ist da hinten. Da kommen wir aber nicht hin. Eine Relaisstation könnten wir bauen. Dann kommen wir da schon hin. Bauen wir da eine Relaisstation auf. Und dann machen wir die Siliziummine daher. Und dann wird alles gut. Night Dragon, einen wunderschönen. Hallöchen. Wann wird diese KI den Krieg gegen die Menschheit beginnen? Er hat schon längst begonnen. Die wissen es noch nicht. So ungefähr sehe ich das. So, Fabriken. Wir brauchen Silizium und dann können wir Glas produzieren. Wird bestimmt eine ganz große Party. Wir sollen die Glasfabrik auch bauen. Dann bauen wir die doch eigentlich hier mal hier ums Eck, oder? Hier, direkt dran. Hier so. Hier ein bisschen auch erweitert. So, machen wir das so. Da haben wir den Bau schon im Laufen. Und dann fahren die, da fährt unser einer Freund der Sonne, fährt hier hin. Okay? Das wird schon. Und vor allem haben wir dadurch natürlich auch wieder
ein bisschen erweitert. Und irgendwann wird dann unsere kleine Landing Zone natürlich den ganzen Mars umspannen. Ja, wir sehen auch hier Höhe in Kilometern angegeben. Das bedeutet, hier ist natürlich der niedrigste Platz. Hier ist auch irgendwas. Was haben wir hier? Alte russische Station. Ich werde verrückt. Haben sie den tiefsten Platz ausgesucht und da sind nur Ressourcen oder sowas. Krass. Ja, und der Mars ist eben übersät mit so Infodingern. Ja, und die kann man natürlich auch erforschen. Verlassenes Mars-Resort. Wer ist denn da hingeflogen? Welcher Wahnsinnige. Viking 2 Landemodul. Ach, wie cool. Und das ist halt auch echt an den Koordinaten, wo die halt sind, ne? Tianwen Landemodul. Schön. Was haben wir hier? Mie-Krater. Schön. Ja, und wir haben auch gar nicht mehr so weit Sachen weg. Also es ist cool. Hat das Spiel auch Hintergrundmusik? Ich kann nochmal gucken, ob wir der Musik ein bisschen lauter drehen können. Die Effekte dafür ein bisschen leiser. Es gibt so ein ganz kleines Gedudel gibt's, aber es ist wirklich minimal. Zwei von jeder in deiner Nähe, sonst kannst du eigentlich gleich neu anfangen. Werd nicht spoilern, aber soll etwas. Ah, ja, ja, ja. Also wir werden ressourcentechnisch werden wir schauen, dass wir hier unbedingt Gas geben sollten. Wir arbeiten dran. So. Wir arbeiten dran. Jetzt machen wir erstmal die Direktive, ja, was die uns da befehlen. Der Befehl ist da. Mal gucken, was es so bringt dann, ne? Was es so gibt dann alles. Ja, die Ressourcen, die finden wir schon. Ich glaube, das findet sich. Ich glaube, das ist am Anfang jetzt erstmal so zum Reinkommen ganz cool. Ja, wir haben hier unten unseren Saft. Ja, da ist schön Verkehr. 1 von 2 Arbeitern. Ah ja, jetzt haben wir die Relaisstation ja noch am Laufen. Was haben wir hier unten? Gebäudelimit. Okay. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das verbessern können. Aber das läuft jetzt hier. Schau mal. Ach, es läuft hier wie ein Länderspiel. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir dann auch irgendwann Strom bekommen. Geht das irgendwie? Nee, noch nicht, ne? Müssen wir schauen, wie. Müssen wir schauen. Da müssen jetzt eben diese Röhrchen rein. Dann haben wir aber fast kein Aluminium mehr, Freunde. Wir haben doch hier unten hier Abbau. Abbau läuft schon. Hier ist auch schon so 2 Röhrchen. Schön. Ich finde das schön, dass man die auf den Lagerflächen hier sieht. Ich mag das. Ich wünschte mir das fast noch ein bisschen detaillierter, aber ich finde es ja schon mal geil, dass der ganze Mars dargestellt ist. Das finde ich schon mal cool. Aber da kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß dann diese Gebäude sind. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Also wir produzieren auf jeden Fall jetzt eben Aluminium. Wir haben Silizium. Das ist Glas. Stahl haben wir nicht und Elektronik haben wir nicht. Davon wird es ein bisschen klamm auf Dauer. Aber jetzt kommt hier auf jeden Fall das schon mal hingedonnert. Na, da wird rumgefahren. So, hier bringen die das Zeug wieder hier runter. Ah, hier wird gelagert. Schön, okay. Okay, aber wir haben einen Arbeiter tatsächlich nur am Start. Wir könnten noch einen zweiten haben. Ah, okay. So, das ist jetzt der zweite. Jetzt fehlt noch einer. Der muss halt immer ewig lang hier rumdüsen, ne, bis der hier unten ist bei der Mine. Wir hätten natürlich auch gucken können, ob wir das nicht hierhin hätten schrauben können. Aber das ist ja nur für den Bau wichtig eigentlich. Er braucht halt einen Meter, bis er da ist. Später wirst du wahrscheinlich mehr Arbeiter haben als einen. Vielleicht wird er auch nur irgendwas anderes kommen. Ich weiß es ja doch auch nicht. So. Aber jetzt müsste doch eigentlich alles da sein, oder? Ja, schaut gut aus. Und jetzt? Holt ihr das jetzt gerade? Ach, der hat ja einen Auftrag, jetzt das abzuholen, oder was? Ne, er fährt doch nochmal hin. Guck mal, das Vorkommen hier ist eine Arbeit. Und hier sieht man, wie der Abschnitt ist. Okay. Okay, hier wird gebaut. Finn, grüß dich, hi. Und Konsti, hi auf dir. Okay. Ah, Perspera auf Instant gerade für 14 Euro zum Einkauf, Mensch. Könnt ihr euch mal gönnen. Sabine hat vorhin den Link gerade im Chat gepostet. Kann man sich mal reinschauen. So, jetzt wird hier das Zeug rübergetragen von hier nach da und wird dann verarbeitet und dann kommt Glas zurück. Hier irgendwo dann runter. Okay, wir können jetzt auch endlich eine Solarfarm machen. Dafür brauchen wir aber Elektronik. Die produzieren wir noch nicht. Das ist... Und Elektronik braucht die 2 Ressourcen, die wir haben.
und dann kommt das raus. Würde ich als erstes bauen. Und das bauen wir dann so hin. Schön mitten rein. Yes. Okay. Ah, das ist cool mit den Straßen automatisch und so. Ah, es geht schon. Sell, alles klar. Ah, Night Dragon, alles gut, alles gut. Wir schauen jetzt einfach mal so, wie es so läuft, ne? Ganz entspannt. So, die haben jetzt keinen Saft mehr. Dann machen wir jetzt Folgendes. Kann man das runter... Kann man das... Warte mal, kann ich das abschalten? Ja, ich schalte das mal ab. Wir brauchen trotz alledem Energie. Bauen wir das mal da hoch. Brauchen trotz alledem brauchen wir Strom. Hilft nichts. Kann der jetzt hier schon durch abkürzen? Geht das, dass er hier rumfahren kann? Nee, macht er noch nicht. Ist noch nicht fertig. Weil die können das noch nicht. Wir haben noch 2,8 Energie. Das ist natürlich schon... Oh, hier gibt es Kohlenstoff. Kann ich Kohlenstoff meinen? Yes, ich kann auch Kohlenstoff meinen. Boah, ich habe auch Stahl für. Ja, warte mal, noch. Mit dem Kohlenstoff warte ich noch mal ein bisschen. Die haben auf jeden Fall zu wenig Saft gerade, glaube ich. So. Okay, jetzt wird hier aufgefüllt. Aber Glas produzieren wir scheinbar noch nicht ausreichend. Ach doch, der macht hier auch irgendwas. Der holt hier wieder Sachen weg. Nein, echt? Nicht im Betrieb. Aber warte mal. Jetzt haben wir mehr Saft. 5 Megawatt braucht der. Müsste eigentlich laufen, oder? Okay. Ja gut, dann bringt uns das auch nichts. Dann brauchen wir den Strom von da oben. Wie geht's dem Chat denn heute? Taya, moin. Wie geht's gut? So, der wird jetzt hier auch wieder abgeholt. Das wird hoffentlich da hochgeschleppt. Nee, das... Ja, das ist voll. Wir brauchen das Glas. Wir produzieren gerade von dem relativ viel. Wenn ich das anschalte, läuft das dann hier? Nicht in Betrieb. Okay. Die Glasfabrik ist nicht in Betrieb. 98%. Ah, mit F2. Der Verbraucher ist... okay. Das ist natürlich schlicht für uns. Da gibt es hier die Wissensdatenbank. Okay. Verkehr? Ach, guck mal, das ist cool. Ah, verstehe. Okay, dann müssen wir das Ding allerdings wieder abreißen, ne? Dann muss das woanders hin. Weil das können wir sonst nicht fertigstellen. Oder wir bauen noch eine zweite auf. Können wir uns eine zweite leisten? Zur Not auch das, ne? Bauen wir die mal hier hin. Das wäre drin. Ja, das ist natürlich schlecht mit der Range hier. Können wir das aber auch wieder andrehen, dann bringt uns das auch nichts. Dann wird es aber echt eng mit unseren Ressourcen, oder? Schauen wir mal, wie schaut wir vom Weltraum aus? So ein kleines Mini-Me. Ja. So, die Solarfarm wird dann hoffentlich da hinten neues Strom dann für den Bereich generieren. Wenn das fertig ist. Mal gucken. Wir haben ja auch ein bisschen was eingelagert, also auch so ganz blank sind wir jetzt auch nicht. Okay. So. Läuft, oder? Ja. Holt wieder eins ab und müsste da ablegen. Ja. Und dann fährt er hin und baut. Okay, man bekommt alle... ja, das ist in Ordnung. Ja, mal gucken, ob wir das brauchen. Oder ob wir nicht eine einfach pausieren.
Ressourcen tauchen hier, Kohlenstoff und so weiter, das taucht hier schon immer wieder auf, wobei dir das relativ groß ist. Ich finde das auch cool, wie das dargestellt wird, ne? Wie so ein Flöz, der sich im Boden reingräbt. Ja, schön. So, jetzt haben wir zu wenig Strom. Aber das Ding funktioniert. Das läuft. Schön. Hier, zack. Glas. Go, go. Jetzt wird's hier gebaut. Zack, da läuft's. Schön. Bodenwolf, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Oder fragst du Tyre? Das kann auch sein. Kmiggy, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. So, hier wird auch noch unsere Ressourcen von hier werden reingeladen. Ja. Da kann er jetzt schon mal schön losbauen. Hey, Leonberger Löwen, Hallöchen. So, dreimal brauchen wir das. Dann können wir das bauen. Dann ist das hier theoretisch auch in Arbeit. Mal gucken. Dauert natürlich hier eine ganze Weile, bis das läuft. Ah, wir können hier oben die Geschwindigkeit auch ein bisschen drehen. Na, jetzt wird das hier hinten hingebracht. Aber zweifach fand ich schon ganz gut eigentlich. Gerade am Anfang, wenn noch nicht so viel geht. Später wird das, glaube ich, ziemlich stressig, wenn dann so viel läuft. So, hier wird wieder nachgelegt. Schön. Okay. Ich meine euch beide, Bodenwolf, das lieb. Ah, der Saft. Schön. Bring mir die Energie. So. Dann reißen wir jetzt die Geschichte hier wieder ab. Das können wir machen. Verschrotten. Wird abgerissen. Okay, sehr schön. Jetzt lädt er das ganze Zeug da wieder aus. Das ist schön. Und dann kann das Ding anstarten. Okay. Oh, da ruft er schon wieder. Amy, this is Houston. Do you copy? Was? Copy. Huh? Reading you loud and clear. Na ja. Excellent. I didn't introduce myself earlier. I am Dr. Nathan Foster. I lead the team here at ISA that built you. And I'll be helping you get the mission underway. We put you in hibernation for the trip from Earth, so I'd like to check your basic functions to make sure it's all in order. Why don't we start with your core memory? Can you state your primary directive? Zugeben, Sie haben es vergessen? Nee, bestätigen bitte. I can, Dr. Foster. My mission is to terraform Mars. This will enable humanity to become an interplanetary species. All right. Next, I'd like to check your decision-making processes. You may have already noticed that there are resource veins outside the boundaries of your initial base. So your workers may not have the battery capacity to reach some of them. How would you solve this problem? Relaisstation. Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem. Yes, yes, that's correct. Other buildings would extend your base as well, but they require more power and resources, so worker hubs are the most efficient way to do it. This mission's going to be a challenge. There's a lot that can go wrong. We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved. But you are not just any AI system. You're well beyond that. We made you an artificial consciousness. That means that you have both self-awareness and self-interest. And that is the last thing I would like to check today. Is that okay? Yes, Dr. Foster. Very good. Then would you please state a positive and a negative aspect of yourself? I am sorry, Dr. Foster. Running that question through my cognitive system did not return an answer. Roger that. Nothing to worry about. Just means your system requires more input and experience to process that question. That will come with time. Let's proceed with the mission. ISA has approved the first crewed flight to Mars. You'll need to expand the base to prepare. So get to work on that. I'll check back in later to see how things are going. Base expansion is a go. Houston out. Die erzählen uns immer ein Zeug, weißt du? Und ich will das eigentlich gar nicht. Das ist die blödste Idee, die Menschheit auf Mars loszulassen.
So, wir haben Eisen, haben wir noch gar nicht, oder? Wir haben Aluminium, aber Eisen? Wir brauchen erst eine Eisenmine. So, go, go. So, wenn wir die Eisenmine haben, wir können das jetzt auch wieder anschalten. Dann bauen wir die Elektronikfabrik und wir bauen die Stahlfabrik. Oh, warte mal, warte mal. Ja, 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 da sehen wir es nämlich. Ja, genau. Warte mal, was brauchen wir dafür nochmal? Ganz kurz gucken. Kohlenstoff, okay. Sind wir da noch drin, wenn wir das hier hinbauen schon, oder? Okay, machen wir das so. Dann haben wir das schon mal und dann brauchen wir von oben den Kohlenstoff noch. Gut. Auf, auf. Markus, moin! Bin schon bei der Schoki heute angekommen. Na, das ist hervorragend. Lass dir schmecken. Mal gucken, ob wir gut oder böse werden, Skeff. Ich weiß ja nicht. Warum baust du alles so weit auseinander? Ich, tatsächlich weiß ich noch nicht. Ich möchte meine Grenzen erweitern. Diese Grenzen hier. Mehr oder weniger. Ich weiß noch, ich glaube, man findet auch die Ressourcen dann immer mit der Zeit so. Und ich habe irgendwie auch ein bisschen die Panik, wenn ich alles zusammenbaue, da kommt wieder irgend so ein Asteroidensturm wie in Surviving Mars und ich bin... Ja, 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 ja. Ja, 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 genau. Das da. Ja? Ekelhaft. Dann kommt wieder irgendein Trümmer von oben, ja, und dann ist alles kaputt. Nee, 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 machen wir nicht. Ist ausverkauft. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Release. Sind wir am Start. Eine Solarfarm könnte man dann irgendwann wieder bauen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Die Antwort folgt auf dem Fuße, ja, tatsächlich. Das ist aber ganz schön runtergekommen, das Ding da. Ja, mal gucken. Das war so die erste kritische Geschichte, die du in Surviving Mars lernst. Immer das Zeug weit auseinanderbauen. Wenn da irgendwas runterkommt, hast du mehr Chancen, dass noch was heile bleibt. Oder dass nur ein ganz kleiner Teil zerstört wird. Na Dennis, Hallöchen. Die Spiel-KI scheint auch den Chat zu lesen. ja, Skynet und so. Ja, ihr wisst Bescheid. Voll gut. Ich mag das Spiel jetzt schon. Ich stehe da voll drauf. Mhm. Benötigt Ressourcen. Ja, wir haben halt nur einen Worker, der das gerade lösen soll. Da hier die Auslastung ist auch schon ordentlich. Aber ich kann noch keinen zweiten Worker mehr organisieren. Das heißt, wir beschleunigen jetzt einfach mal das. So, hier wird die Kohlenstoffgeschichte schon gemacht. Das läuft jetzt schon mal. Jetzt sind wir dabei, hier die Eisenmine zu bauen. Die wird auch gerade noch versorgt, damit wir wieder elektronische Teile generieren können. So, Eisenmine läuft. Und jetzt wird hier unten weitergebaut. Dafür brauchen wir Eisen. Für die Stahlfabrik. Auf normal. Ich spiele, wenn ich das erste Mal spiele, immer auf normal. Die Spiel-KI besitzt auch ein Bart. Das gehört zur Programmierung. Zwerg hat ein Trauma auf dem Mars. Ja, ja. So ähnlich. Ich traue dem Mars nicht. Ich traue ihm nicht. Amy, grüßen. Guten Abend erstmal. Hallöchen. Grüß dich. So. Dass wir in aller Ruhe aufbauen. Arbeiterfabrik verfügbar. Das klingt gut. Glückwunsch, in diesen neuen Fabriken können mehr Arbeiter produziert werden. Im Gebäudemenü kannst du den Vorgang starten. Und denk dran, falls deine Arbeiterfabrik nicht so viele Arbeiter wie erwartet produzieren, dann solltest du Folgendes überprüfen. Deine Fabrik hat die notwendigen Ressourcen, um die... Aber okay, alles klar. Kriegen wir schon irgendwie. Great. Now I can produce steel. This new factory, it's down on the surface of Mars.
but I can control it from here. So does that make it a part of me? Where does the machine end and my artificial consciousness begin? We are completely interconnected. I can sense everything that happens through the network of workers and buildings. Okay. They are an extension of me down on the surface. So that makes us a single being. The mind and the body work together as one. An inseparable whole. Okay. Wir erweitern unsere Base immer weiter. Also hier, habe ich jetzt gerade gesehen, wir brauchen hierfür noch Teile. Von, also diese Dinger, die haben wir nicht. Deswegen brauchen wir die Teilefabrik halt auch noch. Night Dragon, das ist überhaupt kein Problem, ne? Also jeder spielt immer so, wie er mag. Ich spiele grundsätzlich, wenn ich kann, wenn ich das erste Mal spiele, einfach auf normal. Weil das noch nicht so, gleich so übermäßig heftig ist. Aber dann doch nochmal so eine gewisse Herausforderung bietet. Das wirkt sich meistens dann dazu aus, dass ich auch mal fehle. Ja, das kann passieren. Aber ist auch nicht schlimm. So, hier wird versorgt. Ja, unser Stahl selber ist nicht mal so ordentlich, aber das liegt daran, dass wir kaum Arbeiter hier stattklar haben, oder? Guck mal, da ist ein Stahl. Hier. Ja, wir brauchen mehr Arbeiter. Unser Load ist zu hoch, ne? Wie schaut es hier oben bei dem aus? Der hat gar keinen Load, ne? Der könnte hier oben, könnte das, glaube ich, relativ cool versorgen. Ach, guck mal, wie das aussieht. Aber diese Sektorauslastung ist auf jeden Fall schon ordentlich, glaube ich. Ja, wir brauchen das schon, sonst kannst du es knicken. Das ist diese Arbeiterfabrik, was wir bauen. Ja, wir sind ja eh schon dran. Gut. So, dann brauchen wir demnächst auf jeden Fall auch nochmal eine Solarfabrik. Aber da sollten wir vielleicht noch ein bisschen abwarten. So, das ist ready. Okay, dann neue Arbeiter heißt neue Verfügbarkeiten. Heißt doch, wir brauchen eine neue Solaranlage. Ja, das war ganz clever, Zwerg. Du bist der beste Zwerg aller Zeiten. So. Wir sollten vielleicht auch im eigenen Zuständigkeitsbereich hier bleiben. So. Machen wir das mal so. Dann wird das nämlich auch noch gebaut, während das hier hoffentlich dann auch läuft. Ah, mal gucken. Barackenkumpel, Hallöchen. Na, alles fit? Wo finden wir uns aktuell? Mars-Oberfläche ein bisschen nördlich vom Schröter-Krater. Ja. Unterhalb vom Adonyadi-Krater. Was? Wir nicht fit? Warum nicht? Mehr Zwergenarbeiter werden gebraucht. Ja, ja. Wir werden diesen Mars noch klein kriegen. Ich sag's euch. Ja. Keine Katastrophe, die ich nicht ausgelöst hätte. So. Hier wird jetzt auch produziert, oder? Nee, noch nicht. Das dauert noch echt lang. Wie gesagt, wir bauen gerade an allen Baustellen gleichzeitig rum und hier liegt das Zeug einfach rum, ne? Wird nicht geholt, weil einfach die Arbeitskräfte nicht passen. Wir sollten hier unten nochmal eine Relaisstation dann aufbauen. Ich glaube, auch das wäre wichtig auf Dauer. Weil auch so eine Relaisstation dann hier wieder den Workload etwas reduziert. Ich glaube, das könnte gut gehen. Energieverbrauch ist zu hoch. Ja, das habe ich mir schon, das habe ich schon befürchtet. Aber das ist jetzt auch gleich ready hier. Kriegen wir schon hin. Benny! Dankeschön, Benny, für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. So. Gleich fertig. Haben wir ein bisschen Strömchen am Start. Das ist gut. Ja, kriegen wir gleich gebaut, ne? Kein Stress. Die Sauglöpfe fertig. Ach, es wird toll. Wahrscheinlich bauen wir hier quer über irgendwelche Sachen, die es jetzt noch einfach noch nicht gibt, ne? Ressourcen und so. Die einfach irgendwo hier drunter liegen und dann müssen wir alles neu bauen. Im Übrigen, diese Teilefabrik schaut mega cool aus. Ich mag dieses Setting hier total gerne. Ist optisch sehr ansprechend. Kann ich auf Norden drehen? Nee. Die wurschteln schon los, ne? Aber die haben halt nichts zum Wursteln. Wir erhöhen die Priorität hier unten. Das muss Top 1 sein, Freunde.
Also. Und danach ist die Arbeiterfabrik Top 1. Weil jetzt haben wir den Saft. Ne, warte mal. Kann ja gar nicht Top 1 sein. Lass die mal aus. Unsinn. Unsinn! Dann ist das hier Top 1. Genau, dass das hier schon mal läuft. Dann kriegen wir die Teile auch ran. Detailierungs- und Design an Punkte. Boah, keine Ahnung. Kann ich noch nicht sagen, Dennis. Ich habe tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht auf zwergtyp.de mal so Spiele-Ratings reinbauen soll. Ja. Ob ich da nicht Bock drauf hätte, da so ein bisschen wenigstens so kleine meine Top-Bewertungen oder sowas zu geben, zu Spielen, die wir einfach antesten und ich euch sage, hey, mir gefällt das so und so gut, weil, ja. Vielleicht machen wir das mal. Das wäre irgendwie mega cool, finde ich. So, hier Arbeiterfabrik und so. Jetzt machen wir das mal wieder aus, wir haben jetzt genug. Da liegen nämlich noch 3 rum. Dann machen wir jetzt das Ding auf Top-Prio. Na also, oder? Läuft, hä? Wir brauchen unbedingt diese Arbeiter. Wir können jetzt 3 schon haben. Dass man noch ein wenig mehr ins Detail gehen könnte. Welchen. Ja, das finde ich auch cool. Also nur top oder nicht top finde ich ein bisschen wenig. Also 2, 3 Prio-Stufen. Finally, I can build additional workers now. I will appreciate the extra hands. But I wonder, do I really need them? Ja, natürlich. So. Wir werden die Mission einen Schub verleihen. They will be a great boost for the mission. For the mission. Having more workers will allow me to allocate resources more efficiently. Na, allerdings. Was wird jetzt hier gemacht gerade? Also, hier haben wir auf jeden Fall ein Ressourcenlager hier. Was ist das? Wartungsdrohnen, Verkehr. Okay, und jetzt, wenn ich hier die anklicke. Die haben jetzt noch gar nichts. Ah, die produzieren von allein. Die machen immer voll quasi. Ah, okay, verstehe. So, hier haben wir nochmal Chemikalien. Die haben wir noch gar nicht. Lass mal Mining. Chemikalien. Hier haben wir noch ein bisschen Kohlenstoff, aber wir haben einen relativ großen Flöz, der erreicht ein bisschen. Ah, okay, das ist cool. Deswegen hat das vorhin so lang gedauert wahrscheinlich. Okay, jetzt pass auf. Jetzt werden wir gleich sehen, was passiert. Ja, der The first worker has been made in the worker factory. It is my first Marsborn. Yay! Born? Technically not born, of course. More like engineered or assembled. Just like me. The knowledge base says that workers need to recharge at their own worker hubs, and that they'll degrade over time from the harsh environment. I know they are only machines, but I feel a desire to care for them. I do not like the idea of them dying. Das wollen wir auf keinen Fall. Ah, guck mal, jetzt wird das hier geteilt. Schau, das passt dann schon auch eher mit der Workload und so weiter zusammen. Das ist ja mega cool. Okay, also das teilt dann auch diese Netze ein bisschen aus. Jetzt füllt diese Relaisstation füllt jetzt quasi hier die Arbeitsbereiche. Aber die können auch über diese Arbeitsbereiche rausgehen. Okay, also es ist eigentlich... seine Prio liegt aber halt auf diesen Gebäuden hier. Das ist interessant. Und der macht natürlich in der Zeit jetzt hier weiter und wird weiter aufgefüllt. Das ist schon ziemlich nice. So, wir bauen mal ein bisschen mehr Strom. Strom ist so eine Sache, die ist irgendwie gerade so ein bisschen mager. So. Während hier auch wieder der nächste Worker kommt, dann haben wir alle auch Entlastung. Und dann werden wir Folgendes tun, meine Lieben. Dann werden wir hier eine Relaisstation oben aufbauen.
Oder vielleicht hier so ein bisschen. Die dann diese Workload noch ein bisschen bearbeitet. Dann haben wir auch mehr Arbeitskräfte. Arbeitskräfte sind Freunde, ja. So. Polymerfabrik braucht Chemikalien und Kohlenstoff. Naja, dann werden wir die doch hier mal in die Nähe bauen. Und dann werden wir nochmal eine Kohlenstoffmine bauen. So. Und dann entwickeln wir das hier mal immer stückweise weiter. Wir sagen aber, das hier und das hier haben erstmal Priorität. Mehr Strom zuerst.